Hallo Leute und herzlich willkommen zu Tech Industry. Es ist wieder ein bisschen lange her, aber was soll's. Und ich habe heute gesehen, dass es was Neues gibt von Technic Pack. Nämlich dieses, scheiße, wie heißt das? Attack of the B-Team? Ja, Attack of the B-Team gibt's jetzt. Und, ja, könnte man sich mal anschauen. Naja. Also, wir müssen unsere kleine Yulimeter-Farm noch ein bisschen aufpeppen, denn Recycler werden ja gar nicht mehr befüllt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können wir kein Yulimeter mehr produzieren, weil unsere Yulimeter-Farm ja darauf basiert, dass wir Scrapboxen herstellen. Okay, dafür brauchen wir dann. Boah, ich wusste mal, wie die hießen. Wollen die denn? Nö, hier nicht. Hier haben wir sie. Das da. Pneumatic Servo. Habe ich schon drin? Pneumatic Servo. Pneumatic Servo. Nö, ne? Aber nicht drin, okay. Ja, dann hauen wir das doch hier rein. Okay, Pattern haben wir. Aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie genau das Crafting-Rezept davon ging. Achso, Eisen oben, Glas in der Mitte, Eisen oben und Redstone in der Mitte. Oh, Redstone. Und wir sind ein bisschen voll langweilig hier. Immer dieses Rausnehmen von Items und dann reinlegen. Naja, es geht halt nicht anders. Also ich will das Projekt ja eh irgendwie beenden. Ich hätte jetzt überlegt, will ich das direkt bei der 100. Folge beenden oder mache ich dann vielleicht doch noch weiter und baue dieses AKW oder baue ich das AKW doch wieder vorher, aber bereite halt alles vor, sodass wir vielleicht schon ja ab Folge 100 fertig sind. Naja. Einfach mal schauen. Achso, ja, jetzt haben wir ja das Projekt da drin. Ein Maschinenframe müssen wir drin haben. Ja, habe ich ja gesagt. Ich will ziemlich verarschen. So. Dann brauchen wir Zinn, Glas, Piston, Maschinenframe. So. Piston. Ich hoffe, es war der. Und Zinn, ne? Hier mit Maschinen hatte ich auch überlegt, die auszubauen, dass man praktisch mehrere Reihen hintereinander setzt. Dann würde alles noch schneller gehen. Ah, verdammt, jetzt habe ich den Servo nicht. So. Keine Ahnung. Kann da hin, ne? Ist da hin. Ne, das brauchen wir gar nicht. Das hier hin und das hier hin. Schauen wir mal. Haben wir Eimer. Bucket, ja, 10 Stück. Perfekt. Ups. Ja, pff. Wo ist denn damit hin? Ich habe keine Ahnung. Was? Wie heißt das denn? Igne, oh verdammt. Igne. Jetzt macht's Sinn. Was ist ich? Brauchen wir 2, 2, 3, 2, 2. 2, reicht 2. Dann hau ich die hier oben rein. Schön in die Decke.
So. Haben wir noch Iron Pipes? Iron Pipes. Ja, haben wir noch einiges. Ah, da ist auch ein Wrench. Ah, verdammt. Ach, warte, ich kann die auch hier reinschmeißen. So. Aber ich denke, der eine da sollte doch reichen erstmal. So, dann konfigurieren wir das. Hier unten ist der Output. Das hier. Das hier nicht mal komplett raus, so. Das baut ja nur einen Ausgang. Weil Lava und Wasser tun wir so rein. So. Ja, man kann auch mit Rechtsklick, das geht ein bisschen schneller. Habe ich herausgefunden. Ich bin so genius. Warum haben wir eigentlich gar keine Wasserquelle hier? Voll nervig immer, dass ich da runterrennen muss für. Naja, egal. Obwohl, ich habe Wasser einmal dabei, ne? Ach, wir können doch. Ja, jetzt will ich doch irgendwie die Wasserquelle haben. wo machen wir das? Ach egal, fliege ich einfach mal kurz runter und dann hole ich mir das da. Könnte ich eigentlich jetzt schon machen. Zwei, drei, vier, ja, nur noch ein. Dann befüllen wir die Dinger schon mal. Zack. Jetzt ist das schon mal voll hier. Das nächste. Ja, so einfach geht das nicht. Ist das immer schön da drauf. Zack, 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 zack. Ah, und jetzt brauchen wir dementsprechend nochmal ganz viel Lava. Sollten wir doch im Nether bekommen. Sollten. Nether. Mal schauen. Jetpack ist aufgeladen. Energieschild. Eigentlich wäre es praktisch, wenn hier so ein Jetpack noch drin wäre. Energieschild. Egal, Jodo! Ich mal hier so verkriechen und erstmal die Lage schicken. Oh! Hahaha! Geht doch einfach als gedacht. Okay. Und auf zurück. Aber irgendetwas, was man nicht platzieren kann. Also, beziehungsweise nichts Gefährliches. So, jetzt produziert das hier fleißig Cobblestone. Stück für Stück. Eigentlich kann man das auch befüllen. Ich meine, so langsam wie das da alles raus läuft beim Cobblestone. Ja, und im Grunde könnte man dann halt alles über die einfach nur laufen lassen. Sollte doch jetzt sich dann über eigentlich füllen, ne? Ja, halbwegs. Yay, das heißt, wir haben unsere Yulimeta-Produktion gesichert. Mission completed. ja, wir können das Ganze mal hier jetzt noch ein bisschen wegtun, was wir nicht brauchen gerade.
Was kann man noch machen? Wir können dann jetzt hier im Grunde diese Geschichte immer weiter ausbauen. Einfacher gesagt als getan, bist du weg? Vielleicht machen wir auch erstmal so ein ME-Storage. Ah, oh, das sollen wir auch alles wieder einlegen. Nein, ich will nicht. Storage. Fangen wir mit der Storage-Teil an. Quarz, Redstone und Basic-Prozessor. Quarz. Wo ich auch Redstone und Prozessor Jim Cooper gehört. Achso, warte. Los! Ja, dann mach ich mir eben selber so ein Katana-Knife. Ah, warte, wir brauchen Wood dafür. Ne, Wood. Kann ich direkt Sticks nehmen? Ja, eben. Ich hatte so viele. Hä? Hilfe! Wie mache ich das? Ah, mit Eisen. Verdammt. Aber ich war ganz nah dran. Was ist mir los? Ja, genau. Es wäre witzig, wenn man die so reparieren könnte. Ja, dann hole ich mir eben so ein Basic-Teil. Ah, es geht nicht, ne? So, machst du es jetzt? Ich habe das Gefühl, du willst mich eh nur verarschen. Wo ist das Rezept? So, brechen wir es ab. Hallo, abbrechen. Schauen wir mal nach. Ja, das ist ja eh irgendwie blöd. Kriege ich jetzt nicht dieses Knife? Einmal Messer, bitte. Ach, muss er erstmal hier reinlegen. So. Jetzt kommt das da raus, das kommt da rein. Machen wir das hier. Okay, kriege ich jetzt irgendwie mal meinen coolen Prozessor? Es wäre wieder viel Zeit für das einzugeben, ne? Tada! Dankeschön, 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 dass ich es doch mal bekommen habe. Schnell alles reinlegen. Bäh. Ich denke, ich werde das jetzt hier fertig machen. In aller Ruhe. Dann werde ich auch, glaube ich, das AKW vorbereiten. Und ja, gut, das jetzt vorbereiten. Ich glaube, ich werde das schon so aufnehmen, dass man das von mir aus im Schneller sehen kann, wie das Ganze dann halt so gebaut wird. Dann ist es halt wieder ein bisschen schneller, so vom Ablauf her und auch nicht so langweilig, wie ich hier immer die ganzen Rezepte eingebe. Ich meine, das ist ja wirklich.
Langweiliger geht's auch gar nicht mehr. Aber na gut. Dann, ja, wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr noch mehr sehen wollt, würde ich mich über ein Abo freuen. Wenn es euch weniger Spaß gemacht hat, dann lasst doch bitte wenigstens eine positive Bewertung da. Oder ein. Ah, verdammt. Oder ein Kommentar. Da freue ich mich immer wieder drüber. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, jetzt hier, ne? Ciao. Bis zum nächsten Projekt. Bye.